meine Morgen- und Abendroutinen immer so gefallen, aber auch einige Fragen kommen, wie ich Selfcare in mein Leben integriere, dachte ich mir, ich verbinde das einfach beides mal und zeige euch heute eine Selfcare-fokussierte Abendroutine. Diese Abendroutine ist in drei Schritte eingeteilt, und zwar ist das Organisation, Hygiene und Skincare und dann noch Chillen und Reflexion, würde ich das Ganze mal nennen. Denn wenn ihr meinen Kanal schon ein bisschen kennt, wisst ihr, dass Organisation eine wichtige Sache in meinem Leben ist und ich mag es sehr gerne, mich auf den nächsten Tag schon am Abend vorzubereiten. Das allererste, was ich da mache, ist immer ein bisschen aufräumen. Wenn ihr nämlich auch schon ein bisschen kennt, wisst ihr, dass ich jeden Morgen und Abend immer so ein bisschen aufräume, dass ich nicht so einen großen Haufen an Arbeit habe. Und das ist so die erste Sache, die ich mache. Und danach lege ich auch schon sehr gerne die Klamotten für den nächsten Tag raus. Es hilft mir einfach sehr, am Morgen diese Entscheidung nicht mehr zu haben und sofort mich anzuziehen, aus dem Bett zu springen und den Morgen schön zu starten. Und das gleiche ist auch mit meinen Schulsachen, denn ich packe eigentlich, ja, immer abends meine Schultasche, damit ich morgen einfach diesen ganzen Stress nicht habe und meine ganzen Schulsachen einfach schon schön dastehen und von mir nur noch gegrabt werden müssen. Und dann geht's auch schon los. Außerdem schreibe ich ab und zu eine To-Do-Liste für den nächsten Tag, beziehungsweise gehe die To-Do-Liste für den heutigen Tag nochmal durch und gucke, was ich alles geschafft habe oder was ich dann noch für den nächsten Tag vorbereiten muss und was ich quasi verschieben muss auf den nächsten Tag. Und das war so der Organisationsteil von meiner Abendroutine. Und jetzt kommen wir zu Hygiene und Skincare. Und wie ihr bestimmt wisst, kenne ich mich mit Make-up und Skincare gar nicht so gut aus, aber ich weiß, dass koreanische Skincare momentan total im Hype ist. Und da ich selbst Halbkoreanerin bin und eine koreanische Mutter habe, weil es aber meine Mutter immer sehr gehypt ist und immer sehr von den koreanischen Produkten schwärmt. Und deswegen probiere ich momentan auch koreanische Skincare aus. Genauer gesagt probiere ich dann momentan die koreanische Abschminkroutine aus und benutze dann die Produkte von Yepeda. By the way, Yepeda ist koreanisch und heißt schön sein. Und Yepeda ist eine neue Firma in diesem Bereich und steht für koreanische natürliche Hautpflege. Alle Produkte von Yepeda sind frei von schädlichen Stoffen wie zum Beispiel Silikon, künstlichen Farbstoffen, Mineralölen, Mikroplastik, aber auch von Sulfaten und Parfum zum Beispiel. Und da ich ja auch sehr auf Nachhaltigkeit achte, finde ich es auch total gut, dass alle Produkte in Glasverpackungen kommen und vegan und natürlich auch ohne Tierversuche sind. Und by the way, wird 1% des gesamten Umsatzes an eine ausgewählte Umweltorganisation gespendet, was ich auch sehr cool finde. Ich finde Yepeda sehr gut für mich als Anfängerin, da alles super schön erklärt ist und auch sehr einfach gehalten ist. Deswegen auch ich, als eine Person, die sich noch nicht so viel mit auskennt, vor allem nicht mit koreanischer Skincare, finde da auch ganz gut zu ihrer Routine. Und ich habe einen Rabattcode für euch. Der Code gilt aber nur 2 Wochen, also greift schnell zu, falls ihr da etwas bestellen möchtet. Der Link ist by the way in der Infobox. Danach putze ich natürlich auch meine Zähne ganz normal und ziehe mich dann natürlich auch um. Und was ich noch immer mache, ist meine Haare zu bürsten. Ich glaube, ich habe da so einen leichten Tick für Haare bürsten. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mir wirklich 5 oder 10 Mal am Tag meine Haare bürste, da ich es gar nicht mag, meine Haare so verknotet und irgendwie blöd irgendwie hängen oder so. Das finde ich irgendwie richtig unangenehm. Deswegen bürste ich gefühlt immer meine Haare. Oh Mann. Und nach der ganzen Hygiene und Skincare kommen wir nun zum Chill-Teil. Ich nenne es auch gerne Chill und Reflexion, da ich auch immer so ein bisschen reflektiere und einfach runterkomme und den Tag abschließe. Was vielleicht nicht ganz so ideal ist, was ich aber trotzdem sehr gerne mache, ist nochmal an mein Handy zu gehen und meinen Freunden zu schreiben. Ich antworte noch auf YouTube-Kommentare und auf Instagram-Nachrichten und bin einfach so ein bisschen an meinem Handy und mache da so Sachen, die man am Handy macht. Was ich momentan wieder versuche öfter zu machen, ist auf jeden Fall Tagebuch zu schreiben. Tagebuch schreiben ist eigentlich eine Sache, die für mich ziemlich wichtig ist, also diese Reflexion, dieses in sich hineinhören und zu gucken, wie geht es mir und Sachen verarbeiten und auch neue Ideen sammeln. Das ist echt eine Sache, die mir echt wichtig ist. Aber ab und zu ist die Hürde, wirklich das Tagebuch aufzuschlagen und dann noch was reinzuschreiben, ziemlich groß. Aber meistens kriege ich das schon hin, was mich auch sehr freut und sehr glücklich macht. Ja, ich merke wirklich, dass mir Tagebuchschreiben einfach echt gut tut, persönlich in meiner mentale Gesundheit. Und deswegen ist es eine Sache, die ich wirklich versuche öfter zu machen. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr auch, dass Lesen für mich ein wichtiger Bestandteil in meiner Routine immer ist. Und nach dem Tagebuchschreiben lese ich dann einfach immer noch sehr gerne. Momentan lese ich dieses Buch hier, was mir ziemlich gut gefällt. Falls ihr weitere Buchtipps von mir haben wollt, könnt ihr gerne mal bei diesem Video unten vorbeigucken. Denn ich habe auch letztens meine ganzen Buchtipps mit euch einmal geteilt. Also falls ihr interessiert seid, was ich so lese, könnt ihr da sehr gerne mal vorbeigucken. Und das war es auch eigentlich schon mit meiner Self-Care-Routine. Ich glaube, dass Self-Care wirklich oft verbunden wird mit Masken, mit Baden. Ja, vor allem dieses Masken und Baden ist, glaube ich, die Sache, die immer in den Vordergrund gestellt wird. Aber ich glaube, dass Self-Care auch sehr individuell ist. Und für mich persönlich ist Self-Care einfach auch, dass ich abends noch was plane und ein bisschen reflektiere. Und es ist aber eine Sache, die, ja, für mich einfach Selfcare ist. Also was ist für euch Selfcare? Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren, weil ich glaube, dass viele Leute irgendwie für sich persönlich anders definieren und andere Selfcare-Aktivitäten machen. Aber das waren hier zumindest so meine Ideen und ja, meine Sachen, meine Aktivitäten, Selfcare-Aktivitäten, die ich abends gerne mache. Wenn dir dieses Video gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Vergiss nicht, bei Yepeda vorbeizugucken, falls dir die Produkte da gefallen. Und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Danke fürs Zugucken. Tschüss.